Punkt 3, Punkt 4, Punkt 9. Ein echter Guru lässt sich kastrieren. In Pakistan trifft man sie auch heute noch. Die Männer, die wie Frauen gekleidet sind und sich wie Prostituierte benehmen. 733. Sie nennen sich Frauen und Mädchen. In Deutschland würde man sie als Transvestiten bezeichnen. In Pakistan heißen sie im Volksmund Hijras, Eunuchen, Kastraten. 734. Ein Eunuch kann ein Segen, aber auch ein Fluch sein. 735. Sein Auftritt bei einer Hochzeit oder Geburtsfeier bringt Glück. 736. Doch sollte den Damen etwas nicht passen, dann verfluchen sie die feiernde Großfamilie und das bringt immer Unglück. 737. Auf heiligen Festen verkaufen sie sich für schnellen Sex. 738. Auch mit Prost verdienen sie ihren Lebensunterhalt. 739. Das bringt ein viel größeres Risiko für die Kunden mit sich. Viel gefährlicher als ein Fluch, nämlich Hepatitis und AIDS. 740. Sie wollten jemand anders sein. 741. Und alle wurden von ihrer Familie und den Nachbarn beschimpft und geschlagen. Alle haben in der Pubertät nach den Hijras gesucht. 742. Allein oder in einer kleinen Gruppe könnten sie nicht überleben, aber als Gemeinschaft, als Clan, sind sie in der Lage, sich in der pakistanischen Gesellschaft zu behaupten. 743. Sie machen den Eindruck eines freien Völkchens, diese Transvestiten-Clans, Bohemians, denen es gelungen ist, sich jeder Autorität zu entziehen, den strengen Normen und Werten einer traditionellen, starren islamischen Gesellschaft, den beklemmenden Vorschriften ihrer Blutsverwandten. 744. Aber die Hijras haben ihre eigenen Regeln, ihre eigenen Hierarchien und ihre eigenen grausamen Bräuche. 745. Als Guru stehen sie an der Spitze ihrer eigenen Großfamilie, die für ihre Einkünfte und ihre Lust sorgt. 746. Sie lehrt ihre Töchter, die flachen Knabenbrüste zu vergrößern. Man stülpt eine glühend heiße Tasse mit der Öffnung über die Brustwarzen, bis sie sich festgesaugt hat. 747. Beim Wegziehen der Tasse schwillt dann die Haut an. 748. So bekommt man für etwa 5 Stunden eine Art Mädchenbrust. 749. Die Töchter verdienen mit Betteln, Prost, mit Singen und Tanzen, auf Hochzeiten und Partys Geld. 750. Die Gurus müssen sich nicht mehr prostituieren. Außer für ganz besondere, prominente und anspruchsvolle Kunden. 751. Ein echter Guru, ein Guru, der Autorität ausstrahlt, vor dem alle Töchter Respekt haben, der von ihnen wie eine Königin behandelt wird, von seinen Kunden in Gold aufgewogen wird, dieser Guru lässt sich kastrieren. 752. Diese Kastration wird an einem geheimen Ort vorgenommen. 753. Auf jeden Fall nicht in einem Krankenhaus, nicht von einem Arzt und auch nicht unter Narkose. 754. Wahrscheinlich wird es in einer Gasse gemacht. 755. Das Messer führt ein anderer Guru, der bereits kastriert ist. 756. Als entsprechendes Unterhaltungselement für diesen Unterpunkt dieser wissenschaftlichen Arbeit
dient das Lied aus dem Anhang Musikproduktionen mit der Nummer 10 und dem Titel Guru Gott. Anhang Musikproduktionen. Punkt 10. Guru Gott. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von den Fireproof Babies mit dem Titel Swim Below as Leviathans. Guru, Guru, Guru Gott, deine Nüsse sind nur noch Schrott. Guru, Guru, Guru Gott, warum machst du das Komplott? Guru, Guru, Guru Gott, für Gold und Silber all der Schmerz. Guru, Guru, Guru Gott, für manche bist du ein echter Scherz. Er trifft sich heimlich mit Verwandten, die in seinem Dienst bestanden. Alles nur für das eine Ziel, und das bedeutet ihm sehr viel. Er möchte eine echte Dame sein, doch dafür ist er noch nicht fein. Er möchte noch etwas verlieren und muss dabei sehr viel riskieren. Guru, Guru, Guru Gott, deine Nüsse sind nur noch Schrott. Guru, Guru, Guru Gott, warum machst du das Komplott? Guru, Guru, Guru Gott, für Gold und Silber all der Schmerz. Guru, Guru, Guru Gott, für manche bist du ein echter Scherz. Du möchtest gern ein Mädchen sein, doch Gott sagte zu dir nein. Du musst das Glück auf Erden suchen, damit dich Edelmänner rufen. Ansonsten hast du keine Freude mehr und alles fällt dir nur sehr schwer. Du riskierst alles mit deinem Glauben, während andere dir die Ehre rauben. Guru, Guru, Guru Gott, deine Nüsse sind nur noch Schrott. Guru, Guru, Guru Gott, warum machst du das Komplott? Guru, Guru, Guru Gott, für Gold und Silber all der Schmerz. Guru, Guru, Guru Gott, für manche bist du ein echter Scherz. Sicher erwartet mich jetzt ein Fluch, daher wage ich nur noch einen Versuch. Als Frau willst du im Leben stehen, deine Eier müssen dafür gehen. So einfach ist es für dich nicht, doch du erwartest das auch nicht. Du möchtest eine Königin sein und das mit Sack, das ist nicht fein. Guru, Guru, Guru Gott, deine Nüsse sind nur noch Schrott. Guru, Guru, Guru Gott, warum machst du das Komplott? Guru, Guru, Guru Gott, für Gold und Silber all der Schmerz. Guru, Guru, Guru Gott, für manche bist du ein echter Scherz. Guru, Guru, Guru Gott, deine Nüsse sind nur noch Schrott. Guru, Guru, Guru Gott, warum machst du das Komplott? Guru, Guru, Guru Gott, für Gold und Silber all der Schmerz. Guru, Guru, Guru Gott, für manche bist du ein echter Schatz.